Die Ministerin hat ja am 11. April eine relativ fette juristische Klatsche vor dem Bundesverfassungsgericht sich eingefangen. Da würde mich nur interessieren, wie sie das Urteil bewertet. Ja, vielen Dank. Das Ministerium hat sich gestern zu dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, das gestern veröffentlicht wurde, ja bereits geäußert. Wir haben den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts mit Respekt zur Kenntnis genommen und es ist wichtig klarzustellen, dass es dem BMZ bei dem Verfahren ausdrücklich niemals darum ging, sich vor Kritik zu schützen. Wir können mit konstruktiver Kritik, mit Hinweisen auf Fehlern sehr gut umgehen. Das macht unsere Arbeit besser. Kritik an der Bundesregierung gehört zur Demokratie und ist freie Meinungsäußerung ist quasi konstituierend für eine freiheitliche Demokratie, in der wir hier leben. Es ging bei der gerichtlichen Auseinandersetzung allein darum, dass die Fakten stimmen, denn Fakten sind die Grundlage für eine ehrliche Debatte. Und der Fakt ist unbestritten, Deutschland zahlt keine Gelder an das Regime der Taliban. Das Bundesverfassungsgericht kommt in seiner Würdigung zu einem anderen Ergebnis als wir, was die genaue Trennlinie zwischen Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung angeht. Und das respektieren wir selbstverständlich. Zusatz? Ja, das Gericht kommt ja auch zu dem Schluss, dass es sagt, dem Staat kommt kein grundrechtlich fundierter Ehrenschutz zu. Der Staat hat grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten. Das führt mich zum Bundesinnenministerium. Am 13. Februar hatte Frau Faeser ja erklärt, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Da würde mich nur interessieren, auch angesichts dieses Urteils des Bundesverfassungsgerichts, steht denn Frau Faeser nach wie vor zu dieser Aussage? Ja, selbstverständlich. Und ich kann mich da nur anschließen. Also in Deutschland darf jeder seine Meinung frei äußern, auch friedlich demonstrieren. Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind zentrale Rechte unserer Verfassung, die wir hier schützen.